Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert von der St. Galler Kantonalbank, Leica Geosystems, Bühler und Bauwerk Parkett. Von 52 Studierendenteams aus der Fachhochschule St. Gallen sind noch 6 im Rennen. Nur 2 können ihn gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2018 in Marktforschung und Managementkonzeption. Krönung der talentiertesten Nachwuchskräfte für die Ostschweizer Wirtschaft. Während rund 6 Monaten haben sie ein Praxisprojekt geschaffen in Echtaufträgen von Unternehmen. Das Team von Lucien Mühlebach taucht für das Praxisprojekt in die Welt der pflanzlichen Arzneimittel ein. Im Auftrag der Bioforce AG erforschen die Studierenden Kundenbedürfnisse. Bioforce möchte ein neues Produkt lancieren gegen Verkältung. Wir wollen herausfinden, was ist dem Kunden wichtig, welche Bedürfnisse hat er. Und für das haben wir Umfragen gemacht. Bioforce AG wird 1963 von Alfred Vogel in Roggwil gegründet. Zusammen mit den Partnergesellschaften beschäftigen das Unternehmen heute weltweit 500 Mitarbeitende und verkauft pflanzliche Arzneimittel in über 30 Ländern. Das Marktforschungsprojekt der FH St. Gallen beeinflusst die künftige Produktentwicklung. Die Ergebnisse fließen dann direkt in die neue Produktentwicklung ein, aber die Erkenntnisse helfen uns auch weiter für neue Innovationen. Im Team Bioforce AG arbeiten neben den Studierenden der FH St. Gallen auch Austauschstudierende aus Japan, den USA und Thailand mit. Insgesamt investieren sie 800 Arbeitsstunden in das Praxisprojekt. Die größten Herausforderungen im Praxisprojektteam waren sicherlich einmal die interkulturellen Hintergründe entsprechend zu vereinen, vor diesen Hintergründen bestmöglich für die Kundschaft zu arbeiten und auch die Kompetenzen zielführend zum Einsatz zu bringen. Ich habe die Studierenden als sehr kooperativ, sehr intelligent empfunden. Sie haben gut im Team zusammengearbeitet. Und ich fand es schön, dass wir auch da frische Ideen in das ganze Projekt reingebracht haben, die uns wirklich dann auch einen entscheidenden Schritt vorwärts gebracht haben. Die grösste Herausforderung der Arbeit war, dass wir 5 verschiedene Länder haben abdecken mussten. Dementsprechend haben wir die Umfrage auf 6 verschiedene Sprachen übersetzen und Auswertungen haben wir die Länder vergleichen, den Unterschied herausfinden und so weiter, was ein extremer Aufwand war. Das Praxisprojektteam wertet 955 Fragebögen aus und führt 18 Interviews in Holland, Kanada, Slowenien, England und in der Schweiz. Für den Auftraggeber haben wir herausfinden, was ist dem Kunden wichtig. Das heisst, wie möchte der Kunde das Medikament einnehmen? Welche Attribute sind ihm wichtig? Was ist die mögliche Preistoleranz? Sprich, wir können herausfinden, was ist dem Kunden wichtig bei den neuen Medikamenten für eine spätere Produkt- oder Markteinführung. Wir sind natürlich sehr zufrieden und ich bin erstaunt, wie aus diesen Fragen, die wir am Anfang hatten, doch so ein rundes Gesamtbild am Ende wurde. Die Arbeit von den Studierenden habe ich als sehr engagiert erlebt. Man hat immer versucht, die extra Meile zu gehen und auch bei kleineren Teilschritten im Projekt immer schon das Maximalste rauszuholen. Damit das Positionierungskonzept verhebt, machen die Studierenden auch eine Unternehmens- und eine Konkurrenzanalyse. Und für all diese extra Meilen möchte das Team jetzt mit dem WTT Young Leader Award belohnt werden. Unser Team soll gewinnen, weil wir extremen Aufwand hatten, die verschiedenen Länder abzudecken. Wir haben sehr viele Leute erreichen können. Wir haben qualitative und quantitative Umfragen. Und zudem haben wir auch ein internationales Team gehabt, sprich, wir haben Leute aus Japan, Amerika und Taiwan und Schweiz gehabt. Verschiedene Kulturen müssen zusammenarbeiten, was schwierig war, aber umso lehrreicher. Spannung steigt. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2018? Die grosse Preisverleihung nächsten Montag in der Tonhalle am Dienstag auf TVO. Der WTT Young Leader Award präsentiert von Solenthaler Recycling, Abraxas Informatik, Leader Unternehmer Magazin und Scandula, Light Audio Media.